Herzlich willkommen zu Star Wars. Wir befinden uns vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis und mit dabei sind die guten Jedi-Ritter, eine Kreuzung zwischen SEK und Battlemönch wie Obi-Wan Kenobi oder das kleine grüne Männchen mit dem großen Sprachfehler Meister Yoda. Gegrüßt ihr seid! Und auf der anderen Seite die bösen Sith, wie der Mann mit der verstopften Sauerstoffmaske Darth Vader. Die repräsentieren die helle und die dunkle Seite der Macht. Ein Energiefeld, das die Galaxis zusammenhält und ihnen bei ihren coolen Kampf- und Telekinese-Tricks hilft. In Episode 1 sorgen die Jedi noch für Ordnung in der Galaxis. Die böse Handelsföderation belagert den Planeten Naboo. Wir retten die Königin Padma Amidala. Hilfe, lieber Senator Palpatine. Na klar, ich lasse mich einfach kurz zum Reichskanzler, galaktischen Kanzler wählen. Nein, ein Sith Lord hat meinen Meister umgebracht. Naja, wenigstens habe ich den kleinen hochbegabten Anakin hier aufgelesen. Und Anakin wird in Episode 2 zum Jedi und verliebt sich regelwidrig in Padme. Während die Spalter von der Handelsföderation weiter die galaktische Republik kaputt machen. Und kaputt machen die Sith meine Jedi. Ding dong, hatten sie eine Riesenarmee geklonte Sturmtruppen bestellt? Ach super, mit denen bekämpfen wir jetzt die Spalter. Aber in Episode 3 zeigt Palpatine sein wahres Gesicht. Ich bin der Sith Lord. Er wird im Kampf verunstaltet und verführt Anakin. Nur die dunkle Seite kann deine schwangere Padme vom Tod retten. Und jetzt bringen wir die restlichen Jedi um. Und alle Jedi werden getötet, bis auf Yoda und Obi-Wan Kenobi. Der verstümmelt seinen Schüler Anakin, der jetzt nur noch als wandelnde Herz-Lungen-Maschine Darth Vader überlebt. Padme bringt die Zwillinge Luke und Leia zur Welt und stirbt. Arg! Viele Jahre später, in Episode 4, ist Palpatine galaktischer Imperator und Darth Vader seine rechte Hand. Jetzt bauen wir die ultimative Massenvernichtungswaffe, den Todesstern. Aber die widerständigen Rebellen erbeuten dessen Pläne und Leia, eine von ihnen, schnell meine Blechdosen R2-D2 und C-3PO, bringt die Pläne zu Obi-Wan Kenobi. Der schnappt sich den jungen Luke Skywalker. Dein Papa war ein Jedi, also auf zu den Rebellen. Und ihre Chauffeure dahin sind Han Solo und sein Kumpel Chewbacca. Chauffeur? Ich bin voll der Überflieger. Ich fliege in den Todesstern rein und lass ihn hochgehen. Kabam! Und genau das passiert. Aber Obi-Wan Kenobi wird getötet. In Episode 5 will Luke sich zur Erholung erstmal richtig von Yoda zum Jedi ausbilden lassen. Sag mal, ist Darth Vader mein Vater? Dein Vater, er ist? Was? Den mache ich alle. Aber Papa ist der bessere Kämpfer und haut dem Sohnemann die rechte Hand ab. Und Yoda stirbt. Nein! Leia wird versklavt. Nein! Und Han Solo eingefroren. Brrr! Das Imperium baut einen neuen Todesstern, aber Luke befreit in Episode 6 seine Freunde. Dann gibt's den Showdown mit Papa. Bang, bang, und der Imperator so, komm auf die dunkle Seite. Ach nee, ich bring dich lieber um. Ah. Aber Papa rettet Luke und stirbt. Der zweite Todesstern wird wieder kaputt gemacht. Und Happy End noch nicht, denn 30 Jahre später in Episode 7 ist alles beim Alten. Das galaktische Imperium heißt jetzt Erste Ordnung und hat einen neuen Maskenmann namens Kylo Ren, den Sohn von Leia und Han Solo. Diesmal gewinnt die dunkle Seite. Nix da! Denn die junge Schrottsammlerin Rey entdeckt ihre Jedi-Kräfte und macht mit dem Sturmtruppendeserteur Finn und dem gealterten Han Solo den neuen Todesstern kaputt. Och Menno, dann stirbt aber jetzt wenigstens mein Papa Han Solo. Stimmt. Immerhin findet Rey aber den verschollenen Luke Skywalker wieder und da stehen wir gerade in der Star Wars Saga. Und was ist mit diesem Ablegerfilm Rogue One? Der erzählt, wie die Rebellen zwischen Episode 3 und 4 an die Pläne vom Todesstern kommen. Und das, liebe Gemeinde, ist Star Wars. Möge die Macht mit euch sein.